Sehr gut. Also, ich habe vorhin gemerkt, dass wenn man Informatiker und Juristen zusammenbringt, dann landet man in einem ganz speziellen Kreis der Hölle der Abkürzung. Und deswegen möchte ich eigentlich sehr gern anfangen mit einer kleinen Rekapitulation für den Rest der Leute, damit wir das alle auch verstehen. Ich möchte kurz aber vorstellen, zuerst wenn wir hier auf dem Panel haben. Wir haben, ich mache Ladies First, wir haben Simon Machado-Rebmann, grüne Großrätin in Bern. Wir haben Anne Wittmer, Juristin vom Bundesarchiv, Hans-Peter Thür, die meisten kennen ihn, den eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten, Martin Stoll, investigativ.ch, öffentlichkeitsgesetz.ch, Sonntagszeitung, und Christian Laux, Laux Lawyers und vor allem heute aber auch Vorstand von opendata.ch. Mein Name ist Hannes Gassert, ich gehöre auch zu den Gründern von opendata.ch und versuche neutral zu moderieren, versuche aber vor allem zu verstehen, was eigentlich passiert. Frau Wittmer, das gehen wir hier rauf. So. Wir haben jetzt Frau Herrmann gehört und Sie haben ja das auch analysiert, weil es gibt ja die Open Data Strategie, an die halten Sie sich beim Bundesarchiv in Ihrem Projekt, und dann kam die Frage, ja, wie machen wir das jetzt rechtlich? Und in Ihrer Analyse sind Sie, glaube ich, darauf gestoßen, dass es ein Problem gibt, das rasch gelöst werden kann. Einfach verständlich für alle. Was ist eigentlich das Problem? Also wie rasch es gelöst werden kann, weiß ich hier nicht. Das finden wir dann vielleicht noch, da kommen wir dann dazu, genau. Also das Problem in dem Sinn, das es gibt, ist, dass wir für die Publikation von Daten als OGD eine gesetzliche Grundlage brauchen. Es ist nicht so wie in der Privatwirtschaft, wo man keine widersprechende gesetzliche Grundlage da ist, einfach publizieren kann, sondern hier brauchen wir wirklich explizit eine gesetzliche Grundlage, die die Publikation auch erlaubt. Und es ist so, dass wir teilweise in Spezialgesetzen solche gesetzliche Grundlagen haben, also gewisse Datensätze können wir zurzeit publizieren, gewisse Datensätze können wir schon ganz frei publizieren, also dort gibt die entsprechende gesetzliche Grundlage vor, dass man die Daten, die kommerziell nutzen kann, dass es keine Gebühren braucht. So, ich hoffe, jetzt verstehen Sie mich besser. Etc. Es gibt aber auch noch viele Einschränkungen. Es haben wir viele Datensätze, die aber nicht kommerziell genutzt werden dürfen oder die nur gegen Gebühren genutzt werden können, etc. Um mehr Datensätze publizieren zu können, braucht es entsprechende gesetzliche Grundlagen. Okay, also was nicht erlaubt ist, ist verboten, entsprechend muss man etwas machen. Okay, gut, soweit so gut. Und jetzt ein möglicher Lösungsweg wäre das Öffentlichkeitsgesetz und das entsprechende Prinzip. Eine von vielen, so wie ich das verstehe. Was ist denn so der Lösungsraum? Also gibt es 10 Lösungen? Gibt es 2, was so ein ganz grosso Motto? Es gibt wohl ganz viele Lösungen. Wir haben schlussendlich 3 Lösungen herausgearbeitet, würde ich sagen. Es gibt aber sicher mehr. Also wir haben uns einfach auf 3 Lösungen beschränkt. Wir haben uns auch die Frage gestellt, ob es jetzt schon ein Gesetz gibt auf Bundesebene, das eben die Publikation erlauben würde. Von mehr oder weniger sämtlichen Datensätzen. Wir sind zum Schluss gekommen, dass es das nicht gibt. Ich denke, dort widersprechen wir uns auch noch nicht, also das Öffentlichkeitsgesetz ist nicht geeignet, weil es eben ein passives Gesetz ist, also die Information wird auf Anfrage rausgegeben, wird nicht aktiv bereitgestellt. Wir haben aber auch sonst das Gefühl, dass das Öffentlichkeitsgesetz eigentlich etwas anderes regelt. Also das Öffentlichkeitsgesetz regelt wirklich, dass das Staatshandeln transparent wird, also Information soll preisgegeben werden. Es regelt aber nicht das, was bei OGD eigentlich gefragt wird, nämlich dass Datensätze, die eh von der Verwaltung produziert werden, dann der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt werden, damit diese auch kommerziell weitergenutzt werden können. Von uns aus gesehen ist das Prinzip wirklich ein ganz anderes und deswegen passt
OGD nicht wirklich in das Öffentlichkeitsgesetz. Okay. Zudem ist es momentan mit dem passiven Einsatz, wäre es auch nicht möglich. Also so wie das Öffentlichkeitsgesetz momentan aussieht, geht es auch nicht. Okay, also es gibt die Möglichkeit, Öffentlichkeitsprinzip aber anders. Genau, das müsste ziemlich stark angepasst werden. Das ist die Möglichkeit, ein neues Gesetz für Open Data. Genau, das wäre eine andere Möglichkeit, dass man sagt, man schafft wirklich ein OGD-Gesetz auf Stufe Bund. Und aufgrund von diesem Gesetz kann man dann auch definieren, welche Daten veröffentlicht werden sollen und welche nicht. Und da hat man dann auch einheitliche Nutzungsbestimmungen. Gut. Und dann als drittes haben wir noch gehört vom RVOG. Genau, wir haben auch das überprüft. Was ist das? Nochmal kurz. Das ist das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz. Okay. Und dort ist es auch so, dass es gibt diese Passus, dass wichtige Informationen publiziert werden muss. Mhm. Unseres Erachtens reicht aber das nicht, um wirklich die Datensätze, die von der Verwaltung gesammelt werden, momentan zu publizieren. Also wir teilen diese Einschätzung nicht, dass dort momentan, dass es keine Veränderungen braucht, dass man diese Regelung nur anders auslegen muss. Okay, also so mal große Auslegung, drei Stoßrichtungen vielleicht. Jetzt, ja, also Sie sagen die Stoßrichtung, wir sagen eigentlich die Stoßrichtung BGÖ gibt es unseres Erachtens eigentlich nicht oder macht wenig Sinn. Das finden wir noch heraus. Ja. Stoßrichtung RVOG könnte man sich überlegen, auch dort bräuchte es aber Anpassungen unseres Erachtens. Dann gibt es die Stoßrichtung, ein eigenes Gesetz zu machen. Oder es gibt die Stoßrichtung, dass man einen Mantelerlass macht und die Spezialgesetze mit Hilfe eines Mantelerlasses anpasst. Oder man könnte auch sagen, man überlässt es eigentlich den Ämtern, die Spezialgesetze anzupassen. Das ist natürlich die dritte Möglichkeit, die es auch gibt. Okay. Dann gibt es aber kein zentrales Projekt mehr. Gut, ich möchte zu Frau Machado. Weil Sie haben ja für den Kanton Bern gesagt, man sollte in Bern etwas einführen, dass die sozusagen der Open Data Strategie folgt und das zwar mittels eines unmittelbaren aktiven Öffentlichkeitsprinzips. Können Sie uns das erklären und uns auch dann sagen, was passiert ist, was Sie von der Regierung für eine Antwort erhalten haben? Ja, genau. Also ich habe eine Motion gemacht, indem ich hier irgendwo das Schalterchen. Also ich habe eine Motion gemacht, in der ich ein aktives, unmittelbares Öffentlichkeitsprinzip verlangt habe. Der Kanton Bern hat 1995 als erster Kanton der Schweiz das Informationsgesetz eingeführt. Dort haben wir ein passives und ein aktives Öffentlichkeitsprinzip, also aktiv die Regierung und die Verwaltung informieren von sich aus und passiv, man kann mit Gesuch kann man amtliche Akten verlangen. Jetzt habe ich verlangt, dass alle Daten, die mit Steuergeldern erstellt worden sind und die nicht geheim sind, also unter Beachtung des Datenschutzes, dass die einfach ins Netz kommen, unmittelbar eben. Und die Regierung hat dann diese Motion zur Ablehnung beantragt mit lauter technischen, ja, ich habe das als Ausreden empfunden. Sie haben gesagt, ja, wir müssen noch das digitale Geschäftsverwaltungssystem in der ganzen Verwaltung und dann noch die Archivierung. Also wir haben dann von 2022 den Zeitraum, also haben sie das so hinaus verschoben. Und ich habe dann gesagt, ja, aber die Leute arbeiten mit einem PC, die meisten Ämter haben eine Webseite und haben folglich einen Server, also können sie die Daten auch noch gleich ins Netz stellen. Ich finde es sowieso besser, dezentrale Lösungen zu machen, weil dann stürzt nicht alles auf einmal ab, aber das ist ein technisches Detail. Okay. Gut, auf jeden Fall habe ich dann gewandelt, weil ich habe gemerkt, ja, eigentlich ist Bereitschaft da, aber es wurde dann als Postulat angenommen. Das heißt, die Regierung muss jetzt die Umsetzung prüfen und es freut mich, wenn Bern wieder eine Vorreiterrolle einnehmen kann. Und schließlich ist auch, ja, die Schweiz ist föderalistisch und es ist wichtig, dass die Kantone da auch mitziehen. Also die Regierung hat auch gesagt, wir warten auf den Bund, aber ja, ich finde, nein, wir sind föderalistisch organisiert und die Kantone sind souverän, also vorwärts.
Also vorwärts, das gefällt mir gut. Bevor ich zu Ihnen herkomme, Herr Thür, möchte ich Herrn Laux hören. Weil jetzt haben wir eben diese verschiedenen Stoßrichtungen gehört. Und die eine, über die wir noch sehr wenig gehört haben, wäre die Option, jetzt machen wir ein Gesetz für dieses Open Data und dann lösen wir dieses Problem. Sie haben sich damit auseinandergesetzt, jetzt, wie wird das funktionieren? Wie kann man sich das vorstellen? Also, vorweggeschickt, also wir haben in unserem Namen ja Open Data und Open ist gut, aber ohne Data ist es halt nichts. Also wir müssen einfach Daten haben. Und jetzt hier übernehme ich natürlich auch ein Stück weit die Rolle des Vorstands von Open Data und der setzt sich dafür ein, dass eben mehr Daten publiziert werden. Und du sprichst mich jetzt an, wie würde ein mehr oder weniger freifliegendes Gesetz lauten? Und wir haben vorher Vorbehalte dagegen gehört. Aber wenn wir jetzt mal uns zu dem Gedanken durchringen, lasst uns doch ein Gesetz machen, das kurz ist. Dann müssten wir regeln, natürlich, worum geht es? Und dann in einem nächsten Schritt, also es geht natürlich um Daten, die müssen wir definieren, um welche Daten, um Behördendaten. Also hier gibt es eine Definitionsübung, das wäre Artikel 1. Dann muss man sagen, dass man diese Daten, die da eben definiert wurden, tatsächlich publizieren darf. Das ist nämlich schon mal die erste Hürde im Gedankenspiel, die in den Behörden zum Teil zum Stolpern, sage ich jetzt mal, führt. Und dann käme eigentlich der zweite Punkt, über den hat Kollegin Frau Professor Hähner gesprochen, dass man auch noch die Pflicht, diese Daten zu veröffentlichen, regelt. Und eigentlich ist das das Ende des Gedankens. Viel mehr wäre es nicht, oder? Also natürlich muss man wahrscheinlich noch darauf verweisen, jetzt eben Personendaten sind eben nicht Teil dieses Publikationsvorgabes. Und wahrscheinlich auch nicht Daten, an denen Drittrechte bestehen. Das wäre dann sowas wie eine Präzisierung, aber eigentlich ist das ein sehr kurzer Gedanke. Ich sage noch einen kurzen, und ich habe noch einen Nachtrag, aber vielleicht bekomme ich noch einmal eine Wortmeldung später. Okay, gut. Also, dann, Herr Thür, wenn Sie das hören, diese verschiedenen Stoßrichtungen, die Möglichkeit, über das Öffentlichkeitsgesetz Ihnen oder Ihren Nachfolgern dann mehr Arbeit zu geben, ein neues Gesetz zu machen, für Open Data, das ja eigentlich anscheinend nicht so eine komplizierte Sache ist, wenn wir Herrn Laux zuhören. Was raten Sie, was denken Sie, wenn Sie das hören? Da ist guter Rat nicht ganz billig. Ja, aber wir können da anfangen. Wie viel? Ich meine, Frau Henn hat eigentlich die ganze Problematik sehr gut dargestellt. Wir haben im Bereich dieser Datensammlungen haben wir sehr unterschiedliche Praxen, auch sehr unterschiedliche Gesetze. Und ich meine, wenn ich OGD richtig verstehe, dann geht es ja um ein Prinzip, dass man nicht einfach sektoriell oder punktuell zum Durchbruch verhelfen will, sondern als neue Philosophie der Verwaltungstätigkeit die Daten zur Verfügung stellen, im Rahmen der Verwaltungstätigkeit anfallen, so wie das von Machado beschrieben hat. Und wenn es so ist, dann müssen Sie alle diese Spezialbestimmungen irgendwo aus den Angeln heben. Sie müssen da eine Unité de Doctrine erreichen und ich sehe nicht, dass man an einem OGD-Gesetz vorbeikommt, wenn man diese Grundsätze auf dieser allgemeinen Ebene platzieren will. Ich habe Sie nicht richtig verstanden, wenn Sie sagen, das sei das Ende des Gedankens. Heißt das lieber nicht auch noch einen Anspruch, weil dann das Projekt fertig ist? Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Anspruch, den auch Frau Hähner formuliert hat oder beschrieben hat, dass dieser Anspruch, wenn man das zu einem Anspruch erheben würde, das Ganze schon ziemlich stark unter Druck setzen würde. Also ich würde, ich meine, Sie haben 24 Jahre
BGÖ-Geschichte beschrieben und es könnte dann sein, dass auch hier eine jahrzehntelange Ausdifferenzierung dessen, was man in dieses OGD, diesen OGD-Anspruch packen könnte. Also, bin da etwas skeptisch, ob man so weit gehen sollte, aber ich meine, es braucht eine gesetzliche Grundlage, so wie das eigentlich auch Frau Wittmer beschrieben hat. Ich denke, es sollte außerhalb des BGÖ sein, weil das eine andere Philosophie beinhaltet. Ich meine, das Gesetz muss hier wirklich nicht, man kann sich am Datenschutzgesetz orientieren, das kommt mit oder auch mit dem BGÖ übrigens. Das kommt mit sehr wenigen Artikeln durch und gibt einen Rahmen, wie man sich dann im konkreten Einzelfall bewegen sollte. Also man kann ein sehr schlankes Gesetz anvisieren. Ich würde das begrüßen. Schlankes Gesetz klingt gut. Möchtest du kurz Stellung nehmen? Sehr gerne. Ich habe natürlich vorher noch einen Vorbehalt gemacht, das ist eine besonders beliebte rhetorische Disziplin, dass man mit drei Punkten anfängt und erst nachher die Hand auffüllt. Also der Punkt, das Ende des Gedankens. Damit habe ich ja den ersten Punkt gesagt. Wir müssen definieren, um was es geht. Das zweite, wir müssen berechtigen, eine Behörde berechtigen, dass sie publizieren darf. Bis dahin ist, glaube ich, irgendwie wie Einigkeit im Saal, dass das sinnvoll wäre und machbar wäre. Punkt 3, verpflichten. Und dann, nächster Punkt, wenn Daten verfügbar sind, dann ist es enorm wichtig, dass klare, einfache Regeln mitgeteilt werden. Und jetzt wird es wichtig, diese Regeln müssen auch dem Grundsatz nach auf jeden Fall in das Gesetz reinkommen. Und das wird natürlich die Gebührenfrage tangieren, ganz klar, und die Bewilligungsfrage. Es muss einfach sein. Das ist wahrscheinlich in den weiteren zwei Punkten, damit wir auf ein Fünf-Punkte-Gesetz noch irgendwo kommen, zu regeln. Und das ist eine wichtige Diskussion und diese muss man führen. Das ist, was ich damit sagen wollte. Auf die politische Frage, ob man die Pflicht einführen möchte, ich denke, das möchte ich jetzt nicht ansprechen, da werden wir alle noch dazu eine Meinung hören, denke ich. Genau. Jetzt, bevor wir vielleicht dann eben auch noch über die Gebührenfrage, die mir, glaube ich, auch jetzt schon doch auch Schmerzen bereitet, und die Frage nach dem dann vielleicht der politischen Machbarkeit dann auch kommen, vielleicht zu Martin Stoll. Weil Sie haben ja viel wirklich Erfahrung mit dem Thema Öffentlichkeitsgesetz, wie das dann in der Praxis dann funktioniert. Und wenn man diese Praxis jetzt extrapolieren würde auf ein Open-Data-Gesetz oder auf sonst eine Regelung, was erwarten Sie davon? Gut, also was für mich wirklich klar ist aus der Praxis, ohne eine gesetzliche Regelung bewegt sich die Verwaltung nicht in die Richtung der Transparenz. Also es braucht eine gesetzliche Regelung, die sich auch vor Gericht durchsetzen lässt. Das ist das eine. Wenn eine gesetzliche Regelung da ist, dann werden sich einige Ämter daran halten. Sie haben eine Legitimation, Daten rauszugeben. Einige Ämter werden froh sein, dass sie das endlich dürfen. Wir haben die Ordnungskonvention in der Schweiz 2014 eingeführt. Und im Bundesamt für Umwelt hat es da schöne Entwicklungen gegeben. Einige Ämter werden das Gesetz ignorieren. Sie werden Daten nicht herausgeben, obwohl sie müssten. Dafür gibt es im Zusammenhang mit dem Öffentlichkeitsgesetz genügend Beispiele. Das heißt, ein Gesetz alleine wird nie und nimmer reichen. Es braucht sicher ein Begleiter. Aber das klingt skandalös. Behörden, die das Gesetz ignorieren, jetzt das müssen Sie schon. Also, ja, ich kann Ihnen einfach Moment, sagen, das können Sie einfach so daher sagen. Ich war vor einigen Wochen zum Beispiel in einer Schlichtungsverhandlung im Büro von Herrn Thür, also in einem EDÖP, und vis-à-vis saßen die Vertreter des Bundesamts für Verkehr. Sie sagten mir, wir wissen, wir müssten eigentlich
die Datensammlung rausgeben, aber wir machen das nicht. Punkt. Okay. Und dann? Dann kommt Herr Thür und sein Team ins Spiel. Genau, und dann gibt es die Empfehlung und nachher gibt es den Rechtsweg. Okay, also eigentlich die Antwort, ihr könnt es euch auch sparen mit dem Gesetz. Weil wenn sie wollen, wenn die nicht wollen, dann ignorieren sie es einfach. Nein, es braucht einfach viel Überzeugungsarbeit. Es braucht ein Gesetz. Ohne Gesetz geht nichts. Ohne Gesetz bewegt sich nichts. Mhm. Aber es braucht eine starke Lobby. Es braucht einen Druck. Also wir wissen alle, wir sind auf dem richtigen Weg. Dieser Gedanke lässt sich nicht aus der Welt diskutieren eigentlich. Das weiß eigentlich auch die Behörde. Und wir brauchen einen Druck, der aufrechterhalten werden muss, um das Gesetz auch durchzusetzen. Okay. Also in dem Sinne einen Kulturwandel, der vollzogen werden muss. Und das ist aber, scheint mir, etwas, das zwar von außen mit Druck vielleicht angestoßen werden kann, aber das doch von innen heraus vor allem wachsen muss. Herr Thür, wie erleben Sie denn einen Kulturwandel hin zur Transparenz? Oder haben Sie das Gefühl, es geht eher retour? Ja gut, wir haben jetzt das Öffentlichkeitsgesetz seit rund 9 Jahren und wenn man von einem Kulturwandel spricht, dann muss man in der Größenordnung von Generationen sprechen. Also da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden, wenn Sie diesen Wandel quasi, diesen Vollzug noch erleben wollen. Aber trotz allem, wir erleben allerlei Dinge, solche, die Herr Stoll jetzt beschrieben hat, aber auch positive Beispiele. Und nach 9 Jahren würde ich jetzt bilanzieren, dass wir auf dem Weg sind. Mhm. Nicht überall gleich schnell, in einzelnen Departementen und Ämtern und immer dort, wo eigentlich Transparenz quasi zur Chefsache erhoben wird, dort funktioniert es. Aber wenn sich die Chefebene um Transparenz eigentlich nicht kümmert, dann passiert auch unten nicht viel. Also wir haben da sehr große Unterschiede von Ämtern zu Ämtern, von Departementen zu Departementen. Und man kann sich da ungefähr vorstellen, in welchen Departementen es etwas schwieriger ist und in welchen etwas einfacher. Aber was mir eigentlich auch Sorge bereitet, ist eine gewisse Tendenz in der Verwaltung, dass man Bereiche wieder aus dem BGÖ quasi verabschieden will. Also dass diese Tendenz ist feststellbar und das zeigt, also die Auseinandersetzung, die ist noch nicht zu Ende. Ich spreche vor allem die Bereiche an, wo Aufsichtstätigkeiten zur Diskussion stehen. Also beispielsweise hat jetzt der Nachrichtendienst dieses Privileg bekommen, dass es nicht mehr dem BGÖ unterstellt wird im neuen Gesetz. Es wird aber auch im Batzel gibt es die Meinung, dass man die Flugsicherheit und so weiter, dass man das nicht so diskutieren kann, dass die Öffentlichkeit das nachvollziehen möchte oder könnte. Bei der Finanzkontrolle, das ist eine interessante Entwicklung, da war das ursprünglich die gleiche Argumentation, Sie könnten Ihren Job nicht mehr erfüllen, wenn man alles nun dem BGÖ unterstellen müsste. Inzwischen hat die Finanzkontrolle ihre Meinung geändert und ist, das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Chef zu tun, der gerne gewisse öffentliche Auftritte hat, aber das dient natürlich dem Öffentlichkeitsgesetz auch, wenn es so ist. Aber es zeigt eben, dass wir hier noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sind. Gut. Ich möchte bei Frau Machado kurz einhaken, weil das Ändern von Meinungen, Einstellungen, vielleicht von einer Kultur, das bei der grünen Bewegung hat es ja auch eine Generation gedauert, bis unterdessen alle grün sind. Und auf irgendeine Art und Weise. Die meisten. Und jetzt, ich frage mich, wie Sie das erleben, einen möglichen Kulturwandel, jetzt bezogen auf diese Transparenzkultur, wie Sie es ja eigentlich neben dem Gesetz, nehme ich an, auch möchten. Wie erleben Sie das Gegenüber bei den Behörden? Ändert sich etwas? Wenn ja, in welche Richtung?
Also bei den Bären ist es auch so, dass gewisse Ämter sind schon fortschrittlicher als andere. Die publizieren ihre Daten von sich aus und andere sind eher verdeckter. Und die bleiben auch so? Ja, die muss man wahrscheinlich schon zu ihrem Glück zwingen. Okay, gut. Ja, da braucht es dann eben dann wieder die Gesetze. Und du, Christian, du möchtest etwas sagen. Und ich möchte noch nachhaken, also ich finde eigentlich den Rechtsanspruch auf diese Veröffentlichung, der muss eigentlich unbedingt rein. Ja. Also sonst, ja, wird das eigentlich alles beim Alten bleiben und ich schauen, was im politischen Prozess passiert, aber ich finde es eigentlich gut, dass man wirklich das fordert, was einem nützt und was man will und nicht schon im Voraus schon abschwächt. Das kann dann später vielleicht leider noch passieren, ist dann früh genug. Okay, taktieren in dem Sinne, bitte. Also das ist natürlich schon Wasser auf die Mühlen des Vereins Open Data, das ist richtig. Wir sehen das auch so und zwar deswegen vielleicht. Meine Tochter fragt mich manchmal, was machst du eigentlich? Dann sage ich, ich arbeite mit dem Recht. Was ist das? Recht ist ein Gespräch. Also wenn wir nicht kontrovers in das Gespräch reingehen, dann findet es auch nicht statt, oder? Das ist das eine. Also wir müssen dort auch ein bisschen diese Situation herausfordern. Das ist das eine. Dann das andere, das finde ich sehr wichtig, was Herr Thür gesagt hat. Wir müssen schnell etwas haben, weil nur wenn wir ein Gesetz haben, gibt es auch Kulturwandel, weil das dauert sowieso Generationen. Also die Geschwindigkeit ist wichtig. Und dann als dritten Punkt eigentlich eine äußerst erfreuliche Feststellung, die so überleitet vom Referat von Frau Professor Hähner. Die grundsätzlichen Punkte, nämlich dass die Publikationsbefugnis ins Gesetz soll, und zwar schnell, die ist ja gar nicht bestritten. Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis des heutigen Abends, aus meiner Sicht. Jetzt aber, wie macht man schnell ein Gesetz? Ich habe schon sehr ein kurzes, das fand ich ja schon schön. Aber schnell ein Gesetz, das geht ja gar nicht. Also jetzt kann man polemisch sein und wenn Sie im Ausland wohnen, geht es schneller. Also wenn Sie ein ausländischer Staat sind. Nein. Jetzt, wir sind nicht polemisch, auch hier, es ist ein Gespräch. Wir müssen natürlich Exponenten finden, die diesen Gedanken mittragen. Und ich unterstelle jetzt, dass in diesem Raum sich bis jetzt wie noch niemand gegen den Grundsatz gewehrt hat, oder dass Daten eben tatsächlich als OGD publiziert werden können oder können sollen. Und wenn hier Einigkeit besteht, dann dürfte es kein Problem sein, Exponenten zu finden. Und ich kann Sie informieren, dass es eben solche Exponenten gibt, die sich konstant dafür einsetzen. Also es gibt diese parlamentarische Gruppe Digitale Nachhaltigkeit, die sich sehr verdienstvoll für ein solches Gesetz zum Beispiel jetzt insbesondere einsetzt und ein solches Gesetz vorbereitet. Diese parlamentarische Gruppe wird geführt von Edith Graf Litscher und Christian Wasserfallen. Und die machen dort zusammen mit einer parteiübergreifenden Gruppe eben nachhaltige Gesetzgebung in diesem Sinn. Also parteiübergreifend heißt von Grün, Balthasar Glättli bis zur CVP oder zur SVP sind alle vertreten. Und das ist natürlich wichtig, oder, dass man insofern auch an diesem Gespräch teilnimmt und dieses Gespräch mit unterstützt. Also wenn du mich fragst, wie macht man so ein Gesetz, ist Teilnehmen an dem Diskurs, sich mit solchen Personen auseinandersetzen, damit diese Parlamentarier solche Gesetze vorschlagen können und dann eben auch durchs Parlament argumentieren können. Ja, aber also an Wiedmann. Also jetzt arbeitet, wird da ja offensichtlich an einem Gesetz gearbeitet. Aber jetzt gibt es ja das Open Data Portal und euer Projekt und da sind Daten drauf und da sollen ja auch noch mehr Daten kommen und wir sagen ja auch immer, ja bitte, schnell mehr Daten und nützlichere Daten und so weiter und so fort. Ist das denn jetzt alles blockiert, bis da die Kollegen ein neues Gesetz erfunden haben? Nein, das sicher nicht. Das ist nicht so, dass momentan alle Daten, die rein theoretisch publiziert werden dürfen, wirklich auf dem Portal sind. Und all die Daten, die publiziert werden dürfen, jetzt schon, weil es schon entsprechende Gesetze gibt, die sollten natürlich möglichst schnell aufs Portal kommen. Aber man könnte man sagen, dass wahrscheinlich die spannenden Daten warten müssen.
Nicht unbedingt. Das ist, es sind oft in diesem Bereich die Daten, die eigentlich spannend sind, auch für die kommerzielle Nutzung. Die haben jetzt schon Spezialgesetze, die die Nutzung eigentlich erlauben. Also ich würde nicht sagen, dass die spannenden Daten zurzeit noch nicht da sind. Es kommt ein bisschen darauf an, was spannend man spannend ist. Findet, natürlich. Ja, das verstehe ich. Okay. Hierzu möchte ich vielleicht noch etwas sagen. Ja. Es ist auch nicht so, dass wir vom Projekt her nichts machen in Richtung Gesetzgebung. Also der Projektausschuss, wir haben ihm eben diese drei Möglichkeiten eigentlich vorgestellt von der Arbeitsgruppe Recht, Mantelerlass, Gesetz und dass die Ämter halt selbst tätig werden. Und der Projektausschuss selbst hat sich für das OGD-Gesetz ausgesprochen und wir sind zurzeit daran, ein Aussprachepapier für den Bundesrat vorzubereiten. Also, was bedeutet Aussprachepapier? Was passiert dann? Oder vielleicht, Herr Führer, können Sie das erklären? Was erwarten Sie da? Ja, ich meine, es muss ja zuerst einmal der Bundesrat verstehen, dass etwas nötig ist, dass man etwas machen muss. Dass man auf, machbar. Dass auf der gesetzlichen Ebene etwas kommen muss. Und da gibt es ja, die erste Stufe haben wir ja schon erreicht, indem der Bundesrat eine Strategie 14/18 OGD definiert hat und damit auch die Aufträge erteilt hat, auch die Aufträge, die an diese Gruppe von Frau Wittmer gegangen ist, dieses ganze Feld einmal abzustecken. Und der Bundesrat wird dann aufgrund dieses Inputs eine Evaluation vornehmen und sagen, ja, wir gehen jetzt diesen Weg. Also es gibt ein eigenes Gesetz oder wir machen das in verschiedenen Etappen. Das wissen wir noch nicht, wie der Bundesrat entscheiden wird. Aber was mir wichtig erscheint in diesem Kontext, dass eben mit dieser Plattform eigentlich quasi real schon etwas vollzogen wird, was möglich ist. Und alles, was eigentlich heute schon unter der bestehenden gesetzlichen Regelung möglich ist, das kann man jetzt auf diesem Portal abbilden. Und ich habe mal irgendeine Zahl gehört, das sind schon über 1000 solcher Bestände sind dort verfügbar. Das ist doch eine schöne Zahl, oder? Also wenn man jetzt da sagt, parallel dazu wird quasi Realität produziert und daneben noch Gesetze, das ist doch eigentlich ein Idealzustand. In vielen anderen Bereichen springt man der Realität hinten nach mit den Gesetzen. Also ich wäre da jetzt etwas locker. Okay. Martin Storm, locker bleiben, guter Tipp. Kann man, alles andere hilft nicht viel. Wobei man sich natürlich schon bewusst sein muss, dass die Daten, die interessant sind, aus meiner Sicht nicht freiwillig publiziert werden. Es gibt Bestände, es gibt heilige Kühe unter den Datenbanken, die werden nicht publiziert werden ohne Druck und dazu gehören Haushaltsdaten zum Beispiel, dazu gehören Subventionsdaten, Agrarzahlungen, das wird nicht einfach so auf einer Plattform landen. Und das sind ja die interessanten Daten, das sind nicht unbedingt Daten, die man gewerblich nutzen kann, das sind Daten, die dann den Bürger, die Bürgerin zur fünften Macht im Staat macht, die dann eben auch eine Kontrollfunktion wahrnehmen. Ich meine, es gab die Geschichte von Korruptionsgeschichte im SECO, da hat ein engagierter Journalist gesagt, ich will die freihändigen Vergaben sehen. Er hatte große Widerstände. Wenn diese freihändigen Vergaben im Netz wären, dann bin ich mir sicher, wäre die SECO-Geschichte viel früher thematisiert worden und vielleicht noch und ganz viele andere. Und wäre nicht geschehen, weil transparentes Handeln ja einfach ein anderes Handeln auch ist. Genau. Aber hier gibt es natürlich ein Problem. Also aus Sicht eines Journalisten gibt es Knallerdaten und andere Daten. Aber einen Datensatz sieht man normalerweise nicht an, ob er einen Wert hat. Ich kann heute nicht voraussehen, was ich morgen für Assoziationen machen will. Und ich kann Assoziationen dann viel besser machen, wenn ich eine Fülle von Daten habe. Und das ist der Wert. Wir brauchen viele. Also wir können uns auf die Schulter klopfen mit 1000, aber das ist nicht unsere Rolle. Wir brauchen viele Daten. Und das ist das Ziel. Gut, ich möchte ein bisschen noch mal einhaken bei der politischen Machbarkeit. Weil jetzt schon kurz vor 5 ist, sparen wir uns die Gebührenfrage, weil das wird hart.
Aber jetzt, wenn wir die mal ausklammern, für wirklich die paar Datensätze, die sozusagen kommerziell verwertet werden, auch von staatlicher Seite. Jetzt hast du gesagt, ja, bis jetzt war noch niemand groß dagegen. Das hat nicht geheißen, also groß jemand groß dafür war, oder? Also das ist ja noch wieder was anderes. Aber wenn man sich jetzt so mal anschaut, wie die Parlamentskammern besetzt sind, und ich weiß es nicht, klar, die werden ja mal neu besetzt und man kann sich ungefähr schätzen, wie das denn vielleicht anders aussieht. Aber wenn man jetzt nächstes Jahr mal anschaut und erwarten würde, okay, es passiert etwas, wenn alle dafür sind, es wird ja etwas passieren, geht es dann ein Jahr und es wird super? Geht es zwei Jahre und es wird mittelmäßig? Oder geht es schon nach zwei Monaten den Bach ab? Prognose. Ich weiß, es sind immer schwierig, wenn Sie die Zukunft betreffen, aber kurz mal wagen, politische Machbarkeit abschätzen. Kannst du das? Ich bin Anwalt und du willst eine klare Aussage. Okay, also weiter nicht. Also, ich wünsche mir ein schnelles Gesetz, weil es so kurz ist. Deswegen bleibe ich an einem ganz tiefen Punkt. Normalerweise sagt man 5 Jahre und ich möchte 2. Okay. Ja, ich denke auch, dass ein Jahr sicher nicht realistisch ist. Ich würde jetzt eher vielleicht auf 3, 4 Jahre tendieren. Aber ich denke auch, dass es machbar ist, wenn der politische Wille gegeben ist. Aber die Frage ist der gegeben? Ich denke, ich würde so einschätzen, dass er zwar gegeben ist, aber die Gebührenfrage könnte unter Umständen halt dann doch noch entscheidend werden. Weil wenn man sparen soll, sind Gebührenabschaffungen bei Gott nicht unbedingt populär. Und das müsste man unbedingt sagen. Open Data würde sagen, das ist eine Investition, die sich auszahlt, aber lassen wir den kurz. Ja, genau. Gibt auch entsprechende Herr Pfirsich Hellenbergen. Also wenn Sie vor 5 Jahren etwas wollen, dann werden Sie enttäuscht sein. Ja. Okay. Punkt. Gut. Deshalb wichtig, dass man diese Plattform voranbringt. Dann hat man reale Beispiele, reale Erfahrungen und das hilft dann auch dem Land. Die normative Kraft des Faktischen. Ja. Okay. Schwierig zu sagen, aber vielleicht in Sachen vielleicht Kanton Bern. Ja, es ist ja jetzt leider ein Postulat geworden, jetzt könnte ein anderer Kanton nachziehen und eine Motion überweisen und dann gleich dahinter gehen und uns überholen, das würde mich freuen. Aber ja, Zeithorizont ist schwierig zu sagen. Braucht Zeit, aber immer dranbleiben. Und ich bin auch der Meinung, also, dass der Staat eigentlich viele Daten schon veröffentlicht. Das ist mir nicht ganz klar, was Frau Wittmer sagt, weil der Staat, wenn es nicht Persönlichkeitsverletzungen sind oder Fabrikationsgeheimnisse oder Geschäftsgeheimnisse, finde ich, der kann er veröffentlichen. Und zwar gestützt auf dieses Regierungsverantwortlichkeitsgesetz. Und im Kanton Bern auf das Informationsgesetz, die kantonalen Behörden und die Gemeinden. Also ich sehe nicht, sie können von mir aus, können wir schon anfangen. Wir haben einfach keine Grundlage, dass wir sie dazu zwingen können, dass sie das machen. Und wir haben, also vom Bürger aus gesehen und die Regierung kann die Verwaltung bisher noch nicht zwingen, das zu machen. Aber von mir aus, ich sehe nicht, wieso sie das nicht tun dürfen, weil es ist entschadet den Bürger nicht. Also staatliches Handeln braucht eine rechtliche Grundlage, aber es heißt ja, die Regierung informiert von sich aus. Also. Ja, aber diese Regelung geht natürlich nicht so weit, dass man wirklich Datensätze, die man eigentlich sammelt, um dann mit denen die Aufgaben, die man als Amt hat, auszuführen, dass man die wirklich publizieren muss oder darf. Deswegen, es gibt keine entsprechende gesetzliche Regelung, da gilt dann halt das Legalitätsprinzip. Und niemand dagegen einschreitet. Und man kann auch das zeitgemäß auslegen. Ich denke, also die Zeit hat sich einfach verändert. Zeitgemäß auslegen. Und locker bleiben. Optimistisch. Ja, ich glaube, es gibt auch eine breite Übereinkunft in unserer Gesellschaft, dass der Staat heute keine unnötigen Geheimnisse mehr haben soll. Und ganz viele Daten müssen kein Geheimnis sein. Und es gibt eigentlich keine Argumente, diese nicht offen zu legen. Deshalb glaube ich, in 10 Jahren haben wir sicher so ein Gesetz. Gut.
nach fünf. Ich glaube, wir stellen fest, der Handlungsbedarf ist klar erkannt. Das Thema ist definitiv auf der Agenda. Die Prognosen variieren. Man ist grundsätzlich optimistisch, sehr optimistisch, würde ich sogar sagen, wenn ich normalerweise solche Geschichten höre. Also ich bin das gibt mir gleich Energie, um wieder mit dem Verein vorwärts zu machen, das ist großartig. Ich denke, ich kann mich im Moment eigentlich mit dieser Feststellung nur bedanken, dass Sie gekommen sind, dass Sie mit uns diskutiert haben. Es gibt jetzt dann gleich Schlussworte. Und Apero, Herr Stoll, Frau Machado, Herr Tür, Frau Wittmann, Herr Laux, ganz herzlichen Dank. Merci.